So, herzlich willkommen hier aus Almería, aus dem Circuito de Almería. Heute mit der neuen R1. Ja, ziemlich ärgerliche Geschichte. Was der Meinl stürzt, passiert nicht oft, aber in dem Fall dann richtig. Wir sind schön über den Highside abgestiegen. Das ist mal ziemlich am Arsch. Entweder du machst es jetzt richtig oder du lässt es einfach, dann lasse ich es bleiben und Feierabend. So, today could be a better day, because Jack Miller is here. Okay, lass mich erklären. Der Plan war, ein neues Motorrad, ein besseres, ein schnelleres Rennmotorrad zu bauen als meine ursprüngliche Yamaha R1 RN49 von Yad, die 2018 aufgebaut wurde. Jeder von euch, der das Video gesehen hat, vom Straßenmotorrad zum Superbike in 9 Stunden, weiß, was wir für ein Motorrad aufgebaut haben und weiß, was da drin ist. Der Plan war jetzt allerdings, mit dem Motorrad schneller zu sein und es war gar nicht so schlecht, dass wir jetzt in Almería sind, was ursprünglich in Cartagena geplant war. Cartagena wurde abgesagt, nicht wegen Coronimoni, sondern wegen irgendwelchen Lautstärkenproblemen im Umfeld der Rennstrecke. Keine Ahnung, wir haben da 2 Tage umsonst gewartet und dann sind wir rüber nach Almería, was für mich gut war, weil ich in Almería einfach eine gigantische Referenzzeit schon hatte und auch sehr viele Runden dort gefahren bin. Und wenn ich mich wo verbessern hätte können, dann wäre es dort am allerschwierigsten gewesen, also in Almería. Was gut war, um wirklich zu zeigen, wie schnell ist das Motorrad. Das alte Bike, mit dem bin ich 2019 in einem Rennen 1 Minute 40.995, glaube ich, gefahren. Was ich nie wieder reproduzieren konnte, und es war in einem Rennen und nicht in einem freien Training. Sprich, das war halt schon irgendwo, ja, nicht mehr reproduzierbar. Ich hing da immer fest so bei 41.1, 41.2, aber 40 ging einfach nicht mehr. Und es war dann schon das Ziel, 40 zu fahren. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Yad reiste an, haben mein Bike dabei gehabt, das volle Team, die haben EWC-Training gemacht, die sind Nicola Canepa, Marvin Fritz und so sind gefahren. Auf diesem Event war unter anderem aber auch Scott Redding war wieder da, dann war Jonas Folger war da, Jack Miller, mit dem ich witzigerweise ein kurzes Instagram-Interview machen durfte. Und ja, es war einfach ein geiles Event, es waren viele bekannte Leute da, viele sehr schnelle Leute und ich habe also mal in die Timekeeping geschaut und habe gesehen, okay, so ein Jonas Folger, der fährt 1,38. Boah, war es jetzt nicht unbedingt so viel, ja, schon viel schneller, aber ich bin nur 2 Sekunden oder 3 Sekunden weg von Jonas Folger, was mich natürlich irrsinnig motiviert hat. So. Also erster Turn mit dem neuen Bike, ich rauf aufs Bike, fühlt mich von Anfang an irrsinnig wohl. Naja, es war irrsinnig leicht zu fahren, die Radien waren schön, ich konnte gefühlt überall dorthin fahren, wo ich hinfahren wollte und wenn der Radius noch so eng war. Hatte auf Anhieb im ersten Turn den Ellbogen am Boden und gab mir ein irrsinniges Selbstvertrauen und bin am ersten Turn quasi, wo man noch nicht mal richtig warm ist, schon 1,42 gefahren und dachte mir so, das kann ja schön werden. Was für eine geile Sache. Tja, ein bisschen übermotiviert in den zweiten Turn gegangen und überholt mich auf einmal ein Jonas Folger. Ja, bremst sich so beim Anbremsen langsam vorbei. Und ich denke mir so, ach, das bietet sich gut an. Schau mal, wie lange das du dranbleiben kannst. Und zu meiner Überraschung, so stark ist er mir gar nicht weggefahren. Ich wusste zu dem Zeitpunkt aber nicht, dass das ein Problem wird. So, vielleicht war ich so ein bisschen übermotiviert, dass hier vorne Jonas Folger fährt und ich das Gefühl hatte, ich kann hier, also ist nicht so, dass ich da dem am Hinterreifen dran geklebt bin, aber er ist auch nicht so krass weggefahren, wie ich es erwartet hätte. Also, ne, es war schon gut. Was hier passiert ist, passiert mir selten, denn ich habe den kompletten Bezug zur Geschwindigkeit und zur Schräglage verloren. Ich wollte einfach nur, mein Ziel war, bleib an Jonas dran. Und ich bin Schräglagen gefahren, die waren tendenziell vielleicht ein bisschen zu krass und vor allem dann zu krass am Gas in dieser Schräglage. Und ich hatte schon ein paar Anfangsrutscher, das Bike hat mir schon gesagt, hey alter Kollege, das ist hier Limit, ne? Pass mal auf dein Hinterrad auf. Aber ich dachte mir, ach, ich habe es unter Kontrolle, was ich ja schon oft unter Kontrolle hatte. Und dann passierte halt das, was im Endeffekt
noch nie passiert ist und irgendwann passieren hätte müssen. Und ich bin so abgestiegen. Ich kann mich noch erinnern, mir fehlen ein paar Sekunden, so im Overall, aber ich kann mich noch erinnern, ich ging ans Gas, ich habe gezogen in einer zu tiefen Schräglage, zu stark gezogen und hatte quasi den ersten Rutscher des Highsiders und dachte mir noch so, das war jetzt aber heftig. Und in dem Moment war es eigentlich schon out of control. Also gefühlt bin ich halt geflogen, ich weiß aber nicht, wie rum und ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich mit dem Rücken so richtig schön aufgeklatscht bin, dann mit dem Kopf. Und dann habe ich nur noch gemerkt, wie das Bike auf mich drauf fiel. Nicht stark, hat nicht stark wehgetan, dass das Bike auf mich drauf fiel, aber es war auf mir drauf und wir sind beide so, ich so und oder so und das Bike halt auf mir drauf und wir sind so dahin geschlittert und ich habe mir nur gedacht, okay, schlecht, scheiße, ich habe schon unterm Helm richtig geflucht, das weiß ich noch und habe während dem Rutschen dann das Bike mit den Füßen oder so irgendwie von mir weggedrückt, sodass es runtergeht von mir und wollte so schnell wie möglich weglaufen, weil ich wusste ja irgendwie gefühlt, ist irgendjemand hinter mir oder so, nicht, dass der noch über mich drüber fährt. Wow, und dann bin ich relativ schnell auf die Beine gekommen und bin einfach weitergelaufen, habe das Bike liegen lassen, bin hinter den Reifenstapel und dachte mir so, okay, es ist noch alles dran, ich kann alles bewegen, es tut irgendwie nichts weh. Ah ja, alles klar. Und mein Airbag ist übrigens nicht aufgegangen. Danke, Dainese, dafür. Und ja, der Akku war geladen, für alle, die das in die Kommentare schreiben. Und ja, er hat Ready to Go angezeigt. Also, so viel dazu. Und ich habe das Bike liegen sehen und dann fuhren halt alle möglichen Leute vorbei und so, haha, Meindl. Und ich dachte mir eigentlich nur so, what the fuck, ey, das neue Bike, das gehört ja, das gehört ja nicht mal mir, das Motorrad, ne, das gehört, ja, das haben die mir zur Verfügung gestellt. Und ich habe das Motorrad im zweiten Turn weggeschmissen. Das ist noch nie passiert und es wird auch so schnell nicht mehr passieren. Aber wie krass ist das? Und ich dachte mir in dem Moment schon, wie soll ich denn das erklären? Was ist denn jetzt hier alles kaputt? Ich habe ja nicht hingesehen. Das Moped lag ja, ich bin in der einen Kurve gestürzt und in der anderen Kurve lag das Moped und da bin ich auch zum Stehen gekommen, ne? Und ich bin dann weggelaufen. Und ich sah nicht hin, was ist denn alles kaputt? Ich dachte mir, das ist ein Totalschaden. Dann haben sie abgebrochen, ne? Rob, bis das alle draußen waren. Zack, zack, hier Streckenposten mich eingesammelt, Bike eingesammelt. Und so habe ich schon gesehen, so schlimm ist es gar nicht. Der Streckenposten kannte mich schon lang, weil ich in Almeria halt auch viel gefahren bin und er hat noch so in seinem schlechten spanischen Englisch gemeint, hier bist du noch nie drin gesessen? Sag ich, ja, hier bin ich noch, ich bin in Almeria noch nie gestürzt. So viel dazu. Okay, zurück in die Box, realisieren, what happens, ne? Was ist passiert, warum Highsider, keine Ahnung, fehlen ein paar Sekunden, irgendwie, ich war einfach nicht, ich habe es nicht gecheckt, was hier eigentlich abgegangen ist. Egal. Yard war dort, Mechaniker Robert, geiler Mechaniker, der hat das Bike wieder zusammengeschraubt, den Nachmittag bis in den Abend rein und es war nicht viel kaputt, ein bisschen Verkleidung, Lenkerstummel, Fußraste und so weiter und ja, was soll's, ne? Ich muss ja irgendwie jetzt wieder zurück und ich muss ja meinen Job jetzt machen, ich muss jetzt hier eine schnellere Rundenzeit abliefern, weil wir haben schnelleres Motorrad oder so soll es zumindest sein und so ein Highsider ist nicht unbedingt das Beste dafür, sich in der Rundenzeit zu verbessern. Das ist absolut kontraproduktiv für das, was ich eigentlich vorhatte. Und dann war ich schon ein bisschen, ich hatte keine Angst darüber, was passiert ist, war schon ein bisschen, tut da irgendwas weh, ja, Ellbogen ein bisschen blau und so, Rücken tat ein bisschen weh, aber nichts Dramatisches, auch nicht am Tag danach, am Morgen. Also ein bisschen, gezerrt einfach oder vom Aufprall, vom Impact, so ein bisschen so Muskelschmerzen. Aber ich war halt sauer, ne? Wie zum Kuckuck und ich wusste nicht genau, wie es passiert ist und so weiter. Aber Fakt ist, ich muss, und dann habe ich mich die Frage gestellt, machst du weiter? Ja, natürlich, ich muss weitermachen. Ich muss meinen Job abliefern. Ne? Das ist mein Job jetzt hier, eine bessere Rundenzeit zu liefern. Okay, drauf gesessen, im nächsten Turn so ein bisschen gefahren, wie so eine, wie so eine PUSSY, also wirklich 4 Sekunden langsamer, auch bewusst, einfach mal wieder ein Vertrauen aufbauen, Feeling aufbauen, zur Vorsicht nochmal einen neuen Hinterreifen rein, vielleicht hatte der auch ein Problem und war dann über den ersten Turn eigentlich mächtig angeschifft, ne? weil ich halt mich so anstelle. Und ich sagte, okay, stopp. Entweder du machst es jetzt richtig oder du lässt es einfach, dann lasse ich es bleiben und Feierabend. Aber das war keine Option, weil sonst müsste ich das hier ja auch bleiben lassen und das ist keine Option. Ich will meine Erfahrung, die ich gemacht habe, mit euch teilen, damit ihr was davon habt. Das ist ja mein Ziel.
Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe angefangen, am Setup zu spielen. Das Setup, was vor dem Bike war, war standardmäßig und es fuhr gut. Ich habe nur ein bisschen wenig gespürt. Es war sehr, sehr straff, sehr direkt, sehr, sehr, sehr einfach zu fahren. Aber ich bin vielleicht doch so ein bisschen der Fahrer, der lieber ein bisschen ein schwierigeres Motorrad hat in dem Fall und mehr spüren will. Und das war halt ein Standard-Setup, was von Öhlins vorgegeben wird. So, dann habe ich halt angefangen, hinten weichere Feder rein, vorn mehr Preload, das Moped statt so, mehr so gestellt, also mehr hinten rein, weniger Dämpfung, damit sich das anfängt zu bewegen, damit ich den Hinterreifen spüre. Ich will lieber habe ich dann ein bisschen ein Pumpen beim Rausbeschleunigen akzeptiert, um mehr zu merken, was macht denn der Reifen, wo bin ich am Limit, bin ich nicht am Limit. Und so habe ich angefangen, mich wieder zu adaptieren und war dann quasi an dem Tag nach dem Sturz wieder bei den Rundenzeiten, wo ich schon war, also wieder 41,6 oder 41,2 wieder, was im Endeffekt gut war. Das heißt zwar nicht, dass die Challenge completed war, ne? Aber ich war zumindest da, wo ich mal war. Das war schon mal gut auf das Sinn, dass ich einen Highsider hatte. Und die Angst vom Highsider war weg, weil ich mich mit dem Motorrad mehr verbinden habe können. Und dann habe ich auch das Bike endlich nutzen können, von dem, was es gut ist und wo es besser ist als das alte. Und wenn das neue Bike wo besser ist, dann ist es die Elektronik, wenn das Setup zu meinem Fahrstil passt. Weil das irrsinnig viel Power zulässt, also die Elektronik lässt irrsinnig viel Power zu, im mittleren Drehzahlbereich schon. Der Motor hat gefühlt genau, wenn nicht sogar gefühlt ein bisschen mehr Leistung als der alte Superbike-Motor, und der alte Motor war gemacht und der neue ist nicht gemacht, aber der neue RN65-Motor hat mehr Leistung als der alte. Das heißt, du brauchst den gar nicht mehr machen, weil er schon so viel Dampf hat. Und auch die Bremse war richtig geil mit diesen Bremsbelüftungen, die ihr gesehen habt. Die funktionieren mal richtig gut. Da hast du kein Fading, keine heiße Bremse, nothing. Also wirklich, das funktioniert wirklich geil. Und das ganze Motorrad fühlt sich viel konfidenter, viel selbstbewusster an. Und dann habe ich das erste Mal nutzen können. Und dann war der nächste Tag, und es war im Endeffekt der Tag der Tage. Und ich musste an diesem Tag jetzt abliefern, um was es ging. Mandy hat gesagt, ich bin mit dem Bike schneller. Und heißt ja dann so, ne? Aber okay, der Plan war folgender. Wir fahren morgens raus in einem Warm-Up-Turn mit den gebrauchten Rädern, um einfach den Körper und mich und das Bike aufzuwärmen, ein Gefühl für die Geschwindigkeit zu kriegen. Dann stecken wir zwei neue Reifen rein, Bridgestone VM Soft vorne, Bridgestone V02 Soft hinten. Und dann ist der Turn der Turns. Und dann muss es einschlagen. Und entweder es schlägt hier ein oder es schlägt nicht ein. Entweder ich schmeiße ihn nochmal weg oder ich fahre jetzt hier eine bessere Rundenzeit. Und es war schon so ein Mindset auch. Ich habe das abgehakt. Und das hat mir schon Druck auch gemacht. Und vielleicht habe ich den Druck auch gebraucht. So, und dann bin ich raus mit den neuen Reifen. Erste Runde gemütlich, Reifen angefahren, zügig, aber ne, nicht Limit. Und dann immer schneller wurden. Immer tendenziell ein bisschen früher ans Gas, immer tendenziell ein bisschen später auf die Bremse, immer tendenziell ein bisschen mehr Kurvenspeed, ein bisschen mehr Schräglage, Ellbogen eingefädelt am Boden, ein Gefühl aufgebaut, ein Vertrauen aufgebaut, am Scheitelpunkt angefangen zu ziehen, früher zu ziehen, dass du merkst, jetzt fängt sie hinten an zu rutschen. Ich kann es aber kontrollieren. Es geht nicht weg, es bleibt. Und du kannst es mit dem Gas kontrollieren. Die Elektronik arbeitet, ich höre die Elektronik. Die habe ich beim alten Moped nicht gehört. Beim neuen hörst du die, macht so ein komisches, dann weißt du, jetzt arbeitet die Elektronik. Jetzt kann ich mich spielen, jetzt bin ich am Limitbereich und bin aber quasi gesaved. Für alle, die jetzt in die Kommentare schreiben, nein, du kannst zum Motorrad fast nicht ohne Elektronik fahren, das geht nicht. Ja? Und du bist damit schon schneller. Und ich hab ein Gefühl, ich habe das Motorrad tänzeln können und ich hab All-In geschenkt. Ne? Ich habe wirklich gezogen, Runde um Runde um Runde. Und ich habe aber keinen Laptimer drauf gehabt, auch bewusst nicht. Ich habe nicht gesehen, wie schnell das ist. Ich habe gemerkt, dass der Reifen jetzt schon langsam richtig Temperatur hat, so dass es früh anfängt zu spinnen hinten, beim Anlegen an Stützgas schon, dass es ein bisschen einknickt und ein bisschen in Slide geht, was gut war, weil ich wusste, wo ich bin. Lieber fängt ein bisschen früher an, dafür ist aber kontrollierbar. Und dann war ich in der schnellen Runde und dann bin ich auf einen aufgelaufen, auf einen Supersport-WM-Fahrer, also 600er WM-Fahrer.
und nicht aufgelaufen im Sinne von, ich bin auf den Rand gefahren und der stand mir im Weg, sondern ich habe den vorn gesehen, schon längere Zeit, und ich habe realisiert, ich komme näher, so Stück für Stück für Stück, so minimal näher, dass du einfach merkst, der Abstand wird geringer. Und die Almeria ist jetzt keine Strecke, wo du die Leistung brauchst, bis auf eine lange Gerade. Alles andere spielt die Leistung überhaupt keine Rolle. Ist alles permanent Schräglagenlimit und immer so ein das ist so ein Geziehe. Das ist nie volle Lotte, ne? Das ist ganz selten. Das heißt, du bist mit der 600er nicht wesentlich langsamer als mit der 1000er. Und ich wusste aber, dass der Typ, der ist am Vortag schon 40 gefahren, also 1,40. Und dachte ich mir, wenn ich jetzt an den ranfahre, dann ist das nicht schlecht. Hatte aber im Zuge dessen auch so ein bisschen die Angst, dass ich jetzt so lange ranfahre, dass er mir dann im Weg steht. Weil ich fühlte, das ist die Runde der Runden. Und das Glück muss auch auf deiner Seite sein, weil ich konnte ihn dann überholen auf der langen Gegengerade, da wo dann die Leistung zum Vorschein kommt. Aber nicht so, dass ich am Kurvenausgang quasi hinter ihm gewesen bin, sondern es war genau so, dass ich voll habe rausbeschleunigen können und dann habe ich ihn noch überholen können auf der Geraden. Und ich wusste, jetzt bin ich so schnell, weil jetzt hat der Bremspunkt, da ist so ein Weg links, sondern den bremse ich immer. Und dem habe ich da wieder gebremst und ich merkte aber, Alter, das ist jetzt echt spät, ne? Obwohl ich aber genauso spät gebremst habe wie immer. Das heißt, ich kam da irgendwie mit 10, 15, 18 km/h mehr an wie sonst, deswegen war es dann gefühlt zu spät. Und ich dachte mir so, und jetzt Scheitelpunkt treffen, ja, geht sich aus. Puh, ging sich aus, Scheitelpunkt getroffen, umlegen auf links und der Zug mit dem Vorderrad in der Luft, umlegen auf links, Ellbogen eingefädelt, wieder früh ans Gas, auf die Stadt, Ziel raus, auf den Körb, Vorderrad in der Luft. Und ich dachte mir, das muss sie jetzt gewesen sein. Und wenn sie das jetzt nicht war, dann höre ich auf. Bin die Stadtziel fertig gefahren, unter Vollspeed, erste Kurve rum, rechts geblieben, Hand gehoben und ich hätte keine einzige Runde mehr schneller fahren können, weil meine Arme waren gefühlt so dick, ne? Ich habe alles gegeben, ich habe all in geschenkt, ich war in jeder Kurve mit dem Ellbogen am Boden, es hat in jeder Kurve am Ausgang geslidet, am Scheitelpunkt geslidet. Und ich fahre die Inlap quasi, mache das Visier, weil ich jetzt fast nicht mehr erschnauft, fahre rein und habe dem Robert nur das Bike so gegeben, habe gesagt, ich kann es nicht mehr mal mehr. Ich hätte es nicht mal mehr rückwärts in die Box schieben können. Das wäre nicht mehr möglich gewesen. Ich hatte nicht mehr die Kraft dazu. Ohne Scheiße, kein Witz. Habe nur die Handschuhe ausgezogen, Handy, Laptop, also Zeitnahme online www.reisresalz.com aktualisieren. Ganz oben. P1, Meinl Matthias, 1,40,6, Alter, ich hab gefeiert. Ich wäre fast durch die Decke der Box gegangen, ne? Also wirklich, wirklich. Das ist eine Hausnummer. Das war echt krass. Vor allem, wenn du bedenkst, dass manche Profis hier nur 2 Sekunden schneller fahren. Ich mag die Strecke halt. Oh, und es war so geil. Es war wirklich, das war. Okay. Mission accomplished. Mission accomplished. Das Bike ist der Hammer. Das Bike fährt dahin, wo ich hin will. Es hat jetzt Grip mit dem Setup, funktioniert. Ich habe ein Feedback. Das Motorrad spricht mit mir. Ja. Und ja, es ist einfach, es ist genial. Es ist genial. Was mir leid tut, ist, dass einfach hier viel Videomaterial fehlt. Aber das Problem ist, ich kann nicht beides machen. Ich kann nicht am Limit Motorrad fahren, ich kann nicht einen Highsider haben, kann das Bike zusammen mit dem Robert wieder herrichten und dann auch noch Videos machen, wenn ich nicht einmal weiß, ob es überhaupt funktioniert, was ich hier treibe. Das tut mir echt leid. Ich hätte da gern mehr Videos währenddessen quasi gemacht, das ging aber nicht. Deswegen hier jetzt als Story im Nachhinein mit ein bisschen Überblendungen und so. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, aber es war echt heftig. Das neue Bike funktioniert richtig geil. Ich hoffe, ich darf es noch ein paar Mal fahren, bevor ich es wieder zurückgeben muss. Wow. Ich bin echt verliebt in das Bike. Funktioniert echt gut. Echt gut. Also ich sage das so schnell nicht vom Motorrad. Aber da muss erstmal was kommen, was besser ist. Und nicht falsch verstehen. Besser für mich. Für dich kann was anderes besser sein. Aber besser für mich, für meinen Fahrstil, für mein Gefühl, für das, wie ich möchte, dass das sich bewegt und funktioniert. Das muss ja immer auf dem Fahrrad passen. Das ist nicht so, dass ich hier Yamaha hochlobe. Nein, die BMW ist mittlerweile auch gut. Also sieht man auch, was der Folger für Zeiten mit der Standard-BMW gefahren ist. Aber für mich und für viele Hobbyfahrer ist die Yamaha einfach so einfach zu fahren. Und ich glaube nicht, dass ich mit einem anderen Motorrad so schnell wäre, als wie mit der Yamaha jetzt. Also mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht. So, wow.
was für eine Story, was für eine Rundenzeit. Ich bin echt happy. Ich bin stolz auf mich, weil das ist nicht ohne, kann man auch ganz ehrlich sagen, ohne mich jetzt da irgendwie sonderlich zu loben, war einfach eine geile Geschichte, geile Sache von Yard. Mandy hat, muss ich auch Danke an Mandy sagen. Mandy, danke dafür. Ich habe angerufen und habe gesagt, du, ich habe das Bike weggeschmissen und ja, ist nicht so viel kaputt. Und das Einzige, was er gesagt hat, ja, no pain, no gain. Das ist einmal, was das für eine heftige Nummer ist. Echt geile Sache. Hut ab vor dem Projekt. Und es hat funktioniert und ich muss das mit euch teilen. Ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie ich beim Zuschauen und beim Mitfiebern in Instagram oder wo auch immer. Gebt euch gerne einen Daumen hoch für diese Geschichte und abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.